Hallo liebe Leute und weiter geht es auf Monsterjagd in Bomberman Quest, immer noch auf dem Feld. Versuchen wir mit Bomberman den Monster zu zeigen, aus welchem Holz wir geschnitten sind und dass wir sie wieder einfangen werden, nachdem sie geflohen sind. Nachdem am Anfang wirklich das Shuttle abgestürzt ist und sie alle entfliehen konnten. Weil vier merkwürdige Wesen einfach mal meinten, sie müssen die Triebwerke klauen, was ihnen das auch wirklich bringt, keine Ahnung. Sie sind einfach gerissen. Okay, jetzt will ich aber erstmal zur Werkstatt, dass wir wenigstens unsere Bomben ein bisschen aufpowern. Um euch das mal zu zeigen, wozu diese Bombenfabrik wirklich überhaupt gut ist. Hallo, willkommen in der Bombenwerkstatt. Hier kannst du Bomben bauen oder... Ja gut, das kennen wir schon. Gut, Feuer und Bombe ergibt. Okay, los geht es. Ich werde jetzt die Feuerkraft der normalen Bombe erhöhen. Die Feuerkraft der Bombe wurde auf 2 erhöht. Sehr schön. Jetzt haben wir also eine stärkere Feuerkraft. Das ist schon mal sehr nützlich für die kommenden Gegner hier. Also, das ist schon mal sehr gut. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir die hinkriegen. Ach ja, die Gegner, die wir besiegt haben, tauchen übrigens dann wieder auf. Nach einer Zeit. Allerdings kriegen wir keine Gegenstände mehr von denen. Was man auch daran hört, dass die Musik gleich bleibt. Vom Feld. Das heißt, die Gegner haben wir besiegt. Okay, hier komme ich wahrscheinlich auch noch nicht durch. Vorsicht, gehe nicht hinein. Es sei denn, du kannst schwimmen. Hm, vielleicht soll ich später wieder kommen. Kann ich das Ding überhaupt kaputt machen? Nein, funktioniert nicht, okay. Boing, boing, boing. Hm? Sitzt einfach nur da und springt rauf und runter. Komisch. Ja, finde ich auch Bomberman. So. Naja, dafür, dass es springt, ist es aber sehr lästig. Und die Feuerkraft ist aber schon enorm. Also schon sehr genial. So, mal schauen, wie du damit zurechtkommst. Okay, du hast ab, du feiges Ding. So, Treffer 1. Nein, 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 lass mich. Okay. Scheiße, so geht das nicht. Irgendwie muss ich dich doch treffen. So aber nicht. Na komm schon. Lass dich von der Explosion treffen. So, jetzt bist du fällig. Verdammt, verdammt. Das Vieh hat einfach so ein Glück, das gibt's nicht. Na komm schon. Na also, ein Treffer noch. Jetzt wird das viel schneller, okay. Soll mir recht sein. Ich bin trotzdem noch schneller mit meinen Turbo-Schuhen. Und das war's. Immer nur die Scheiße. Okay, das Vieh hält ausnahmsweise mal mehr aus. Ich dachte, das hält auch nur 3 Treffer aus. Aber man sollte nicht da denken, sondern nachdenken, glaube ich. Und da haben wir es endlich. Wir halten... Sieht jetzt aus wie ein Armband. Ah, da ist es. Bombenbauteil wird bei Verwendung zerstört. Ein Gummi, okay. Wahrscheinlich kann man damit die Bombe treten oder federn ab oder sowas. Das mit den Treten wahrscheinlich nicht, aber das mit den Abfedern wo eher. Vorsicht. Hm. Was kann denn hier passieren? Hier ist gar nichts. Warum Vorsicht? Das ergibt keinen Sinn. Hm, ich sollte besser aufpassen, damit es mich nicht sieht. Ach nein, hier bin ich. So, okay, das war dumm. Ich habe meinen ersten Treffer erlangt. Hier bin ich, Schweinchen. Okay, es geht voll dran vorbei. Das ist aber auch wirklich fies zu treffen. Ja, aber wenigstens der erste Treffer. Der ist... Ja, der ist gut gewesen. Okay, noch einmal. Nein, nicht ganz. So, jetzt aber... Immer so knapp. Genau, komm runter, komm runter, komm runter. So ist brav. Und nimm das. Das war's. Wir erhalten... Den Gürtel? Okay, das ist... Ah, okay. So ein Teil. Rammgürtel. Drücke den Knopf am Gürtel und du kannst die Monster rammen. Kann ich damit auch Schaden machen? Ich glaube nicht, oder? Aber könnte vielleicht sehr nützlich sein. Wollte nur gerade gucken, ob ich jetzt mich entrüstet habe oder so. Quack, quack, schlapp, schlapp. Was soll das denn? Was soll dieses Gequake? Quack, 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 quack. Jetzt haben wir es hier mit einer Ente zu tun. Du hast so Glück, dass du dich da so festgehangen hast. So.
Moment, das machen wir anders. Scheiße, das geht nicht, oder? Doch. Treffer 1, Treffer 1. Na komm schon, noch ein paar Mal. Wir haben ein gleich gegrillte Ente auf dem Tisch, Leute. Das Essen ist angerichtet und... Nein! Bleib weg, bleib weg, bleib weg. Ich will nicht mit dir kuscheln, nein. Nein, 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 nein. Vergiss es. Nicht mit mir. Ja, so ist brav. So, komm schon. Und tschüss. Nein, nicht ganz. Och, Mann. Dabei sah es gut aus. Okay, das hält noch mehr Treffer aus. Von mir aus. So, und jetzt aber. Wir haben's. Wir erhalten ein Herz. So, dieses Herz ist aber bekannt wieder. Nämlich damit können wir... Das müsste hier sein. Ja. Damit können wir nämlich die volle Herzenszahl wieder kriegen. Superherz. Rettet die höchste Anzahl an Leben. Wird beim Verwendung zerstört. Nur eins lässt sich tragen. Das ist mitunter der Nachteil dabei, aber... Ist auch nicht die Welt. Reichlich zu essen hier. Bin voll. Bin ich voll. Den Rülpser mache ich jetzt nicht. Rülpst du nicht an. Bleib, wo du bist, damit ich dich fangen kann. Nee, krieg ich nicht hin. Weißt du nicht, dass wir normale Bomben nichts anhaben können? Ach, du bist das, okay? Wir müssen also jetzt einen Baum bekämpfen. Der hat sich aber sehr gut getan, muss ich schon sagen. Okay, dann gehen wir erstmal weiter, wenn wir ihn noch nicht bekämpfen können. Und dann können wir wieder in die Tiefe gehen. Feldzone verlassen. Du bist jetzt in der Waldzone. Naja, da komme ich ja noch nicht durch. Also von wegen Waldzone. Okay, dann gehen wir mal in diese Ruine hier rein. Allein stehen und gut aussehend. Dann komm zum Wasser-Commander. Was soll das denn nun wieder bedeuten? Komisch, Wasser sowieso. Dort muss ich eines meiner Triebwerke befinden. Naja, das mit dem gut aussehend letztlich mal in den Raum gestellt. Aber ich muss da links rüber, da ist eine Truhe. Die will ich mir natürlich so nicht holen. Man sollte hier mit seinem Leben auf jeden Fall möglichst sparsam sein, dadurch, dass man ja nur begrenzte Leben hat. Ich glaube, ich sollte vielleicht durch diesen Schalter da drüben aktivieren. Weil vorher komme ich an diese Truhe nicht ran, habe ich gerade gesehen. Oder ja, etwas blockiert. Dann machen wir das doch einmal. Wunderbar, der Weg ist jetzt frei. Dann können wir da jetzt endlich hin. Wow, Vorsicht, nicht zu weit gehen. Das soll ich mir unbedingt einprägen. So, und was erhalten wir hier? Wo? Okay, ich hätte die Bombe nicht legen sollen. Aber gut, wir haben jetzt auf jeden Fall das bekommen, was ich haben wollte. Was für diese eine Altertumsruine gut ist. Genau, da haben wir's. Stahlschuhe, sehr schwere Schuhe. Mit denen Bomberman vom Monster nicht getroffen werden kann. Kann ich bei etc. sogar ausrüsten, aber dann bin ich jetzt auch langsam. Okay, das ist nicht sehr vorteilhaft. Deswegen erstmal wieder entrüsten. Moment, wie geht denn das überhaupt? Ah, okay. Einfach A drücken. Wunderbar. Dann geht's weiter. So, und durch hier. Einfach mal, weil wir es können. Hey, was denkst du dir eigentlich dabei? Mir deine Zuhörer zu zeigen. Oha, das Ding kann fliegen. Normale Bomben können die nichts anhaben. Och, scheiße, dann kann ich ihn wieder nicht besiegen. Gut, ignorieren. Wow, wow, okay, okay, okay. Ich würde sagen, ich bin tot. Jap, Spielende, geil. Klasse. Wir dürfen jetzt nochmal alles von vorne machen. Ja, Leute. Eines der miesen Nachteile in diesem Spiel. Man sollte oft speichern, sonst hat man ein Problem. Ah, klasse. Okay, wir sehen uns gleich nochmal, wenn ich nochmal alles soweit gemacht habe. So, nun können wir weitermachen. Ich habe mir nochmal die Mühe gemacht, die Gegner soweit alle zu besiegen und die Gegenstände alle zu holen, wie wir es vorhin hatten. Um euch diese Zeit wenigstens ein bisschen abzunehmen, aber den Weg werde ich jetzt noch soweit gehen. Vorher werde ich aber noch einmal speichern. Und ich habe es mal wieder geschafft, mal wieder meine Dummheit unter Beweis zu stellen, dass ich nur noch einen Energiebalken habe. Weshalb ich jetzt auch einmal das Herz einsetze. Muss erst nochmal gucken, hier war's. So, und wir sind wieder aufgefüllt. Na gut, jetzt darf mir erstmal nicht so weit passieren. Hoffe ich mal, denke ich mal. So, jetzt können wir aber auch erstmal hier links zu dieser Ruine gehen. In dieser Zeit machen wir das auf jeden Fall noch. Das schaffen wir noch. Jetzt können wir nämlich mal diese schweren Schuhe einsetzen. Natürlich müssen wir auf dieses Geröll mal wieder aufpassen.
Aber ihr könnt ja gerne unter die Kommentare schreiben, ob ich das in, so weitermachen darf. Wenn ich vergessen sollte zu speichern, dass ich den Weg so weit nachlaufe und die Gegenstände hole. Allerdings halt den Weg dann so weit drin lasse. Oder wie ihr das haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde zwar jetzt erstmal ein paar Vorratsaufnahmen machen, aber ich werde trotzdem auf eure Kommentare dann noch eingehen. So, dann können wir jetzt hier durch und finden wieder was. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dich schon mal getroffen habe. Ich heiße Bomberman, merke dir diesen Namen genau. Genau, für spätere Bomberman-Spiele. So. Jetzt auf jeden Fall diese Tiger-Miniatur, wirklich keine Ahnung, was das genau darstellen soll. Aber es sieht irgendwie aus wie so ein Mini-Tiger. Also eigentlich ziemlich drollig. Aber knuddeln will ich es trotzdem nicht. Eigentlich will ich es lieber zerbomben. Aber was lässt ihr die zerbomben? Eine springt viel eher. Okay, das ist, glaube ich, ein Gegenstand, den ich von denen kriegen kann, den ich gebrauchen kann. Hoffe ich mal, dass das ist. Also wenn das wirklich so ist, das, was die Gegner machen, dass man dementsprechend solche Gegenstände bekommt, dann will ich den auf jeden Fall haben. Weil dann kann ich nämlich gleich springen, hoffentlich. Ein Treffer muss ich nur noch. Das habe ich übrigens jetzt auch gesehen mittlerweile. Ah ne, Feuerkraft, war auch gut. Nämlich unsehbar dann auch, wenn ein Gegner da ist, wie viel Energie der hat. Und dort, wo das T steht, ist sozusagen die Energie des Gegners. Sprich T wie Target, also Ziel, übersetzt. So, schnell weg hier. Das Geröll ist böse. Davon wollen wir uns nicht Platz quetschen lassen. So, dann kann ich gleich nochmal zur Bombenfabrik. Dann kann ich auch diesen Gummigürtel mal einsetzen. Den ich ja mal bekommen habe. Mal schauen, was der überhaupt bringt. Aber erstmal mehr Feuerkraft, würde ich sagen. Die ist nämlich sehr nützlich. So. Okay, es geht nur Feuerkraft. Und dann kann ich das oder das aussuchen. Ich nehme natürlich die normale Bombe. Yay, Feuerkraft mal 3. Ja, sonst kann ich aber nichts mehr machen, oder? Okay. Wofür ist das Ding dann gut? Genau das Ding hier. Achso, nee, das war was fürs Monsterram. Aber ich hatte doch irgendwie was. Ah, genau das hier war's. Ah, nee, wird mal. Okay. Gut. Dann war das irgendwie ein falscher Gedanke, den ich hatte. Passiert. Aber wir speichern das erstmal. Ich sage, hier muss man auf jeden Fall wirklich oft speichern. Sonst hat man hier wirklich ein großes Problem. Und dann hoffe ich, dass wir jetzt hier soweit keine großen Probleme mehr kriegen. Nein, Ballon, ich lasse dich in Ruhe. Ich habe dich schon besiegt. Wir wollen weiter. Und schauen, ob wir dann diese komische Ruine dahinter uns lassen können. Und da oben ist eine Schatztruhe, wo ich wirklich noch gucken muss, dass ich da auch noch dran komme. Aber mittlerweile geht das noch nicht. Moment, mir fällt was ein. Ich habe irgendwas noch nicht untersucht. Soll ich das jetzt noch schnell machen? Ach, egal. Ich mir für später auf. Auch wenn es was Wichtiges ist, kann ich mir immer wiederholen. An diesem Baum, da müssen wir echt noch gucken, wie wir den besiegen kriegen können. Ja, da komme ich ja noch nicht rein. Also gehen wir ab in die Tiefe. So, jetzt muss ich gleich auf jeden Fall vor diesen Säulen aufpassen. Aber erstmal wieder diesen Geist hier ausweichen. Uah, weg hier. So, jetzt aufpassen. Einfach stehen bleiben. Okay, ich glaube, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich glaube, ich gehe so rum. Kacke, ich krieg's nicht ganz hin. Aber neue Musik. Hallo, Süßer. Du hast wohl meine Kontaktanzeige gelesen, oder? Du meinst dieses komische Schild von wegen, ich sei hübsch? Nee. Auf einen so gut aussehenden Burschen habe ich hier auch gewartet. Was? Wovon redest du überhaupt? Ich bin hier, um... ich bin hier, um dich zu fangen. Was? Da hört der Spaß auf. Ein Mädchen wie mich findest du sonst nirgendwo. Na und, was soll's? Jetzt hör gut zu. Ich will meine Triebwerke zurück, und zwar sofort. Es wurde auch gerade schon langweilig hier. Ich glaube, mit dir kann ich wohl mal ein bisschen spielen. Achso, ja, ja, okay. Ich glaube, mit dir kann ich wohl ein bisschen spielen. Fertig. Auf geht's, der erste Bosskampf in diesem Spiel. Wir dürfen, ja gut, die kann ich auch selbst umbringen. Wir dürfen diese Möchtegern-Truse erstmal bekämpfen. Die kann sehr gut mit Wasser sprühen. Die hat also die Kraft des Wassers und die Kraft der Bomben, mit der sie sich gerne auch selbst sprengt.
Er spart uns auf jeden Fall jeglichen Ärger. Hoffentlich schaffen wir das noch. So schwer ist sie eigentlich nicht, aber die Musik ist cool. Komm schon, nein, ach, sie kann diese Bomben ja damit, ah, oh, nein, eindämpfen, dass sie nicht mehr explodieren können. Das ist ein bisschen scheiße. Sprich, wir müssen erstmal warten, bis sie wieder normal wird. Also einfach erstmal keine Bombe legen. Genau, so. Und dann passiert schon, macht sie sich sogar selbst schon wieder alle. Das ist schon ziemlich nützlich. Genau, da stehst du gut. Und noch einmal Treffer. Das ist viel zu leicht, dieser Bosskampf. Noch? Na? Ich will nicht wissen, wie spätere Bosskämpfe noch werden. Aber die werden es bestimmt dann schon in sich haben. Wow, okay. Ein Treffer noch. Verdammt, fast. Wir hätten ihn fast gehabt. Ich hau hier ab. Nein! Scheiße. Ein Treffer noch und das war's. Komm schon, aber wir besiegen sie. Das war's. Sie ist besiegt. Und wir haben das erste Triebwerk. Juhu. Das war der erste Streich. Jetzt noch drei. Höchste Lebenskraft um 1 erhöht. Gut, wir kriegen ein Herz. Yay, und wir werden wieder voll aufgetankt. Jetzt habe ich eine Bombe erhalten, oder? Also sprich, ich kann jetzt wahrscheinlich mehr Bomben legen. Nee? Okay, dann muss ich das wahrscheinlich wieder in der Fabrik machen. Zum Bauen von Bomben in der Bombenwerkstatt. Wird bei Verwendung zerstört, genau. Okay, jetzt wollen wir mal kurz gucken. Ein paar Gegner fehlen uns trotzdem noch, okay. Ein paar können wir halt noch nicht besiegen, weil uns dazu noch die Bomben fehlen. Hier stehen sogar jeweils, ein paar Daten über die ganzen Gegner. Können wir uns später mal durchlesen. Ich würde mal sagen, wenn wir dann soweit mit diesem Spiel fast durch sind, werde ich das mal machen. Lass mal diese... Wow, verdammt. Ganzen Dinger da mal durchlesen. Oh, verdammt. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das hier schaffe. Ich glaube, ich gehe unten durch. Ist vielleicht der sicherste Weg. Und wir sind durch. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, werde ich in diesem Video auch erstmal mich verabschieden. Und beim nächsten Mal werden wir dann halt gucken, ob wir dann soweit das nächste Gebiet schon mal ansteuern können. Ja, können wir, der Weg ist frei. Na gut, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.